Der drohende Super-GAU im japanischen Atomkraftwerk Fukushima löst auch hierzulande große Besorgnis aus. Wir haben uns in Witzenhausen umgehört und Passanten gefragt, welche Befürchtungen sie haben. Wir denken an die Menschen, die da sind, leiden natürlich mit und würden helfen, wo wir können. Das ist das Schlimmste, was ich jemals überhaupt erlebt habe. Es ist katastrophal. Man könnte vor dem Fernsehapparat sitzen und weinen. Bedauern die Leute und die Kinder. Es ist unglaublich. Ich fand Atomkraft schon immer sehr gefährlich, nicht erst jetzt seit dem, was in Japan ist, weil es ist ein ganz großes Gefahrenpotenzial da, was meiner Meinung nach nicht gehandelt werden kann, auch wenn wir bis jetzt vielleicht Glück hatten. Ich glaube auch nicht, dass die Atomkraftwerke so sicher sind. Wenn ich höre, dass Biblis nur eine Kapazität von 2 Stunden Batterie hat, wenn da mal Strom ausfällt oder so. Wenn wir Glück haben, passiert nichts. Wenn wir Pech haben, aber das wird nicht hier ankommen. Für die Japaner ist es bitter. Ja, das Problem ist, wenn man jetzt Fisch kaufen würde zum Beispiel, der meiste Fisch heutzutage kommt aus dem Pazifik. Was macht man dann? Also jetzt muss man sich überlegen, von wo man überhaupt noch Fisch kaufen kann. Und natürlich die Atommeiler hier sind ja auch eine Bedrohung einfach. Dass die Solarenergie jetzt wieder einen Aufschwung bekommt und dass sie bei uns auch mehr Atomkraftwerke jetzt abstellen, weil ich halt davon eigentlich überhaupt nichts, um ehrlich zu sein. Und ein bisschen Angst habe ich auch, dass das durch die Ströme und durch den Windstrom irgendwie zu uns gelangen könnte und dass der Super-GAU kommt. Aber sie versuchen ja jetzt schon mit den Hubschraubern da, mit Wasser das alles zu kühlen und ja, wollen wir hoffen, dass es nicht zum Super-GAU kommt.